Ja, keinen Bock mehr. Ich kann nicht verstehen. Siehst du, es gibt Gründe, sich aufzuregen. Auch wenn du mir das manchmal absprechen möchtest. Ja, oder nicht wegen der Steuerung. Sondern einfach nur. Natürlich kann man sich auch wegen der Steuerung aufregen. Ja, aber. Gut. Das ist ja wieder eine andere Situation. Ja, irgendwo der Helikopter, jetzt ist das. Ach, Mensch. Was sollte ich machen hier? Ei. Durchlaufen tot, Lenny mal. Es ist auch doof, ey. Immer oben. Junge, wer hat das programmiert? Hideo Kojima. Mr. Kojima? Mr. Kojima! Ei, Sie sind zwar genial, aber auch doof. Genial, dann nee. Außerdem hat er es gar nicht programmiert, er ist noch Producer. Er macht Ideen. Vielleicht ein bisschen mehr, aber er programmt es nicht. Falls du es weißt. Ja, ich muss irgendwas reden, sonst passiert ja nichts. Erzähl mal deine Jugendgeschichte. Es war immer vor langer Zeit, da lebte ein Junge namens Slay. Er hatte keine Freunde, nur seine Messerei. Kennt jemand von euch Lost? Das habe ich nämlich gerade angefangen mit gucken. Es ist echt so ein paar gruselige Stellen dabei, ne? Ich weiß, du musst irgendwas reden. Ein paar interessante Stellen. Oh, da juckt der Bart, ey. Bei so viel Scheiße hier. Naja, warum soll er der Bart jucken nur? Stell dir mal vor, wir wären nicht drauf gekommen, die Stinger-Raketen anzuwenden. Dann wären wir jetzt nicht mehr so weit. Ey. Dann wären wir noch genauso weit. Dann hätte ich geheult. Hier, ich ruf dich schon mal. Kannst schon mal jetzt heulen. Einfach nur so. Lass doch die Grenades liegen, die brauchst du jetzt wirklich nicht. Du bist doch fast voll. Dann wird man wenigstens den Weg dahinter immer sparen. Das ist jetzt nicht das Schlimmste. Guck mal, unter Vorschul ist da. Das ist voll praktisch, oder? Das ist schon mal ein Weg entdeckt, um Zeit zu sparen. Und zwar 5 Sekunden. Oh, ist so schlimm. Das wird mich sowas von in meine Träume verfolgen. Erst mal ein Herzraspel da im Helikopterkampf und jetzt hier dieses genervte Umhergelaufe beim... Du hast recht. Und das hier sich, genau das hier sich werde ich auch einen Traum machen. Das hier. Warte. Und lass es noch kurz wirken. Das. Weil es ist immer. Das ist echt komisch. Der drückt sich seine Nase breit. Das ist. Der drückt sich seine Nase breit? Natürlich. Just make. Der wirft auch nicht. Gleich noch einen. Hab ich. Hab ich. Oh, jetzt habe ich eine Granate. Ja! Gemacht. Nein! Geh weg! Bin ich. Das ist auch ein Plan. Das ist ein guter Plan. Pass auf. Echt? Und wenn du dich selber triffst, ich treffe mich. Ärgerst du dich? Alter, ich treffe mich nicht selber. Nee! Das. Das ist krass, ne? Ja, aber echt. Der wirft aber auch nicht. Dürfte ich hier nicht so denken. Wunderbar. Jetzt sind die da weggegangen. Die haben wir unterwegs, das ist kein Schaden Alter. Erlitten. Aber die haben Schaden erlitten. Ne? Das war. Alter, was geht denn ab? Ich mach jetzt nur hin und her. Ich seh nichts mehr. Na, wenn du zwei wirfst, ist doch klar. Was hab ich? Ich hab grad nichts gerafft, das ist ein Dorf. Du hast zwei. Nein, nicht das mit den Granaten. Ich meine das mit den zwei Blendgranaten, darum siehst du nichts mehr. Ich hab eine Blendgranate, ich hab eine richtige Granate. Oh, nee, du hast noch eine Blendgranate geworfen, darum siehst du dann gar nichts mehr, auf die Umrisse nicht. Ja, Und wenn du noch eine wirfst, bist du tot. An der Blindung gestorben. Oder ich bin erstmal blind. Und nee, dann. Nee, es ist so ein Umkehreffekt wie Minus, Minus wird zu Plus, weißt du. Wenn du zwei wirfst, dann siehst du nichts und dann siehst du wieder alles. Schön, dass du mich auch erheitern möchtest mit diesen Geschichten. Ich gebe mir Mühe. Aber irgendwie wird das nichts. Ein bisschen. Und ich glaube, wir schaffen das die Episode auch nicht mehr. Ne, wir haben noch 15 Minuten. Es hat damit nichts zu tun. Sondern weil du auch keinen guten Plan hast. Also keinen besseren Plan als meinen. Obwohl, das mit den Blendgranaten funktioniert ja. Es reicht nur lebenstechnisch nicht. Ja. Ja. Es hätte einfach nur eine Ration sein müssen.
was der Feind ist. Hä? Auch die anderen, wenn du den zweiten zum Beispiel tötest und dann sind noch zwei übrig, braucht man auch eine Ration. Wenn das auch wieder eine Munition ist, hast du genau wieder so wenig. Deswegen, davon. Das müsste einfach nur eine Ration sein, was da gefallen ist. Wir das Feind getötet haben, ist jetzt. Ja, aber... Wir sind immer bis zu dem Zeitpunkt gekommen, wo sie sich so aufreihen. Und theoretisch könntest du dich dann rechts hinstellen. Ich glaube... Weil, nee, ist so, weil die dann dich nicht... Die treffen dich dann nicht. Die stehen doch komplett alles voll. Die stehen von unten bis da. Und wenn du einen schon getötet hast, ist so, der Platz rechts frei. Ja. Und dann kannst du sie von der Seite... Ich mach Chaos-Technik weiter. Weil nee, wenn das dass die sich positionieren, dann... Das sollst du doch nicht. Das passiert nach einer bestimmten Schadensmenge. Dass sie sich da unten aufstellen, war doch bis jetzt ist, immer das so. Das ist passiert, als ich gestorben bin. Aber immer nur, als ich gestorben bin. Nein, vorher schon. Das macht doch keinen Sinn, was du gerade sagst. Die sind immer erst, haben sich da positioniert nach einer bestimmten Schadensmenge, nach einer bestimmten Zeit, die vergangen ist. Und nicht immer nur, wenn du gestorben bist. Kommt noch einer? Nee. Aber echt, ey. Morgus. Sibirische Streifen. Das ist mein Thema, lass das. Schade. Na dann, Olli. Kann ich einfach mal mit der Rakete hier reinschießen und sind sie tot? Nee, ich würde einfach die Tür gerne öffnen, damit wir auch wieder weg können. Wir laufen nochmal zurück in den Anfangsbereich. Das geht, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Ist doch zwischendurch schon irgendwas kaputt gegangen. Ja, ja. Ja, das ist nochmal ein Anfangsbereich. Da waren Türen, die man noch nicht öffnen konnte. Nein, ich meine... Jetzt nicht. Nee. Jetzt nicht. Not this time. Kannst du sie nicht tot gucken? Wäre cool. Die gucken mich tot, ja. Otacon! Snake, there's something I forgot to tell you before. What? There were five stealth-camouflage... Ich schleifen können, oder? Ich meine... Aber nein, Yui muss ich erst platt drücken. Too late, Snake! Now die! Das ist ein sehr schlechter Plan wieder. Alter, nix habe ich bis jetzt hinbekommen. Sehr gut. Alter, es wird nichts mehr. Alles am Ende. Ich glaube, wir sind schon. Wirft doch mal. Pass auf, ich probier's noch einmal. Wenn nicht, dann war die Episode für die Katz. Und dann. Eigentlich nicht. Ja, doch. Weil wir haben es bis hierhin geschafft. Ich versuche das Positive zu sehen. Was haben wir denn? Wir haben nichts die Episode geschafft. Bis in den Fahrstuhl, natürlich. Nein, wir haben nichts geschafft. Wir haben es von dem Helikopterplatz bis zum Fahrstuhl geschafft. Wir sind einmal runtergelaufen und haben dann die Zwischensequenz gesehen mit Herr Emmerich. Und dann. Diese Episode war einfach bloß. Hier runterlaufen und diese Zwischensequenz mit Emmerich sehen. Ja, also es ist nichts. Ja, ist so. Also du kannst das jetzt nicht irgendwie schönreden. Also das geht einfach Fähigkeit nicht. Schönreden. Es geht alles. Es gibt nichts, was unmöglich ist. Nichts ist unmöglich. Kannst du mal bitte kurz, wenn dieser Effekt hier vorbei ist, tu mir den Gefallen. Ich denke ja nach. Ne? Na, mach. Ins Waffenmenü gehen und mal ganz langsam mit mir die... Ich mach die erstmal platt. Ja. So, C4. Wir haben... Ja, ja, schon klar. Stun-Granaten ist das, weiß ich. Das ist die Socke und weiter. Wo ist der Unterschied zwischen... Nee, das schaffst du. Okay, weiter. Nee, das ist Bin, nee. Sturm. Ja, das andere meinte ich. Gut, Nikita geht nicht. Das war's. Was denn? Na, ich versuche einfach was mit der Feuerkraft, dass sie schneller tot sind. Ja, man könnte Nikitas nehmen. Aber da musst du immer in der Ecke stehen, wo die nicht sind. Also das ist am Anfang schwierig, das so schnell umzusetzen. Weil die stehen nicht immer in einer Ecke. Ist es nicht wenigstens den Versuch wert? Wenn du sagst, wir schaffen es die Episode eh nicht, kannst du es doch versuchen. Wenn du die... Du kannst sie treten, bis auf dem Boden liegen. Oder von mir aus auf Blendgranate.
Und, oder Blendgranate. Und wenn sie dann auf dem Boden liegen, wenigstens mal auf einen oder zwei, die da liegen. Ja, das ist ja flächendeckend. Also wenn ich einen treffe, dann trifft es auch die anderen Fallen um. Das ist ja das Gute. Aber ich muss halt in einer Ecke stehen, wo keiner steht. Und die müssen relativ nah beieinander sein. Aber so, du kannst es auch erstmal für einen versuchen, das meine ich. Ja, aber während ich das Ding steuere, schießen die auf mich. Deswegen müssen die irgendwie beieinander stehen. Aber du, wenn das so ist, kannst du es versuchen. Ich versuch's jetzt schon, aber... Ja, try... I try, my all you can, all you can, try it and try. I try, okay? Okay. Because my brain thinks for you. Dein Gehirn denkt für mich. Hm. Für mich muss es auch nicht denken. Stell dir mal die Leistung. Ich kann es ja nicht. Einmal noch den Hell für heute. Ich wünsche, die Kamera würde jetzt ausgehen. Jetzt die ganze Zeit. Schieß! Aber ist egal, jeder sieht, dass du es versuchst. Jeder sieht, dass ich versage beim Versuch, es zu versuchen. Ja, und ich versage auch. Und dann muss ich auch es hinnehmen, dass du es Too late, Snake. Now die. Ich will nicht sterben. Lasst mich. Jetzt Stun Grenade? Was? Stun Grenade! Das war kein schlechter Plan. Alle tun das ja bitte. Nee, es ist niemand gestorben. Achso, ich. Okay, einmal noch. Das ging ein bisschen schnell. Vielleicht ist das. Ach, keine gute Idee mit den Nikitas. Nee, ist es auch nicht, weil hast du gesehen, das macht alles. Also. Ja, Strategie mit den Stun Grenades und dem Schlagen ist halt die beste. Es dauert halt ein bisschen länger, aber was willst du machen? Nee, Stun Grenades und Schießen. Weil nur Schlagen war ja auch nichts. Nee, aber Schlagen ist... Ach, ich schlage nicht nur, das ist kacke. Es dauert so. Ja. Und es, aber trotzdem, Schlagen ist sinnvoll, um die aufzuhalten. Ja, na klar, also das zwischendurch ist ganz gut. Oh, siehst du mal positiv. Nein. Du darfst den Kelch an mich weiterreichen. Ja, den Kelch aus Scheiße. Na, wenigstens musst du dann. Hab ich die Frustration nächste Episode. Und darfst noch einmal und dann ist gut. Ja, ist doch so. Kannst du mir auch so. Das Schlimme ist, ich muss mir die nächste Folge angucken, wie du mir da unten runterlatscht. Was nicht so schlimm ist, weil du kennst es ja schon. Nee, am Controller. Ist so. Ach, du meinst, Zugucken ist noch langweiliger, weil da nichts zu tun hat. Ja! Wer sagt denn, dass ich auch so oft versage? Obwohl ich es jetzt schon weiß. Kleiner Klugscheißer. Ey, nee, wenn du das wirklich schaffst beim ersten Mal, dann... Nee, beim ersten Mal auf gar keinen Fall. Aber ich werde ja wohl nochmal eine Stunde mehr... Hoffentlich. Sag's. Nee, es kann ja sein, dass es genauso... Ja, genau. Und es... Leute, egal, was ihr von uns in den anderen Episoden zwecks Google halten mögt... Hier nützt Google nichts. Es hat nur was mit Können zu tun. Ist ja keine Rätsel, was wir lösen müssen. Haben wir jemals Google genommen, außer für Frequenzen in diesem Spiel? Nö. Oder? Ja. Ja? Ja. Was denn? Wenn wir so frustriert von Scheiße waren, dass wir nicht weitergekommen sind. Das war irgendwann in den 8-Bit-Versionen, glaube ich. Ja, nee, ich meine in dem Spiel. Ach so. Ja. Nö, da war das ja nicht. Hätten wir das Cover, dann hätten wir nicht mal das gebraucht. Ja, die Rückseite sogar bloß des Covers. Und was willst du denn? Findest du irgendwo eine einzelne Rückseite? Also. Das ist ja schwarz. Schwarz. Fragezeichen. Das heißt, da steht Hu. Da wollte wahrscheinlich einer sagen Hu. Hat sie aber noch. Achso, ich darf es ja nicht sagen. Ich muss ja gleich aufheilen, ne? Genervt sein. Pass auf, wenn nächste Episode das nicht klappt, dann machen wir aber immer so. Immer noch schnittweise. Also wir werden nicht die ganze Episode wieder zeigen, wie wir versagen. Nein. Dann. Ist ja gut. Ja. Aber probier's doch. Wirf sie gleich. Weil die laufen eh durcheinander. Hab ich sie geworfen? Ich glaube nicht. Du hast nichts geworfen. Achso. Ah, warte. Ich werde noch einmal. Ja! Bin noch dabei! Geht nicht so schnell! Bis jetzt schaffst du. Das Problem ist, dass einer stehen bleibt.
Haut die an. Nein. Ja, ich weiß, das ist sicher das Problem. So, Leutchens und. Mach mal, ach so, ja, ja. Entscheid selber, wann du spannend hast. Was denn nun? Nein. Ja, jetzt. Und wir beenden diese Episode jetzt. Tag. Eine sehr, unkommentiert lassen. Sehr, sehr deprimierende Episode geht hiermit zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nächste Episode wird Markus zeigen. Dasselbe. Ich werde entweder ausschnittsweise oder nochmal komplett genau dasselbe euch präsentieren. Wir brauchen ja nicht mal jetzt speichern hier, ne? Wir haben ja schon gespeichert, so viel wie wir geschafft haben. Ja, das kann man zeigen und nicht mehr, leider kriegen wir nichts. Genau, das ist nämlich Ollis Unglück, was davon kommt. Alter, das ist ja hier die Höhe. Mein Unglück. Das ist ja richtig. Ich möchte mich jetzt von euch verabschieden. Wirklich. Ich möchte jetzt aufs Klo gehen, einmal kotzen. Und dann kommst du wieder und verabschiedest dich, oder was? Tschüss. Komm, sag tschüss. Nee, komm, sag. Ja, ich sag jetzt tschüss. Tschüss. Bis dann. Ey, wir haben Bärte. Das ist doch was, das ist nur was Positives.